Bist du deppert? Eine neue Gewehr bekommen. 450 Tonnen. Bist du deppert? Leck mich in den Arsch. 450 Tonnen. Und jetzt, was müssen wir jetzt machen? Ah, okay. Irgendwie müssen wir dort den Trag jetzt. Ah, okay. Müssen wir noch einsteigen? Okay. Die Waffenlieferung da. Gut. Waffenlieferung. Ladebalken. Okay, you all set? Nothing like transporting a batch of arms across the most violent state in the country to give you that serotonin spike, right? You know, this used to be one of the agency's hazing rituals, but I digress. The store is all set to take receipt of the goods. As soon as you drop them off, you get paid. Safe travels. Hey, Clover. Also, Agent 14 mit seinen Kilometer. Bist du deppert schon wieder 6,5 Kilometer? Ja, schauen wir uns das einmal an, zur Emination. Ja, also das ist jetzt die neue Mission vom Bunker. Ja, das sind die überschüssigen Waffenteile, die sollen wir jetzt in Emination anliefern. Ich bin schon gespannt, ob wir Gegner haben. Ja. Weil das war ja jetzt ein Hit, wo wir den nicht hätten. Ja, wenn wir keine Gegner haben. Okay, ich rühre mich dann wieder, wenn ich beim Emination angekommen bin, und ich sage euch auch, ob wir Gegner gehabt haben oder nicht. Alter Freunde, wir haben keine Gegner gehabt. Lebende Bunkermission. Lebende Bunkermission. Nein, ich habe wirklich nichts gehabt. Alter, wenn das wirklich jetzt so ist, geil, dann ist wirklich ja super. Bist du deppert, 100 Fuß dauernd. Leck mich doch in euch. Gut, schauen wir sich jetzt die nächste Clubhouse-Mission an. Da soll sich angeblich das mit dem Motorrad modifizieren, gell? Schauen wir sich das einmal an, was das kostet eigentlich, das Ganze. Ob das auch... Ja, es ist jetzt natürlich Voraussetzung, dass du Werkstatt hast. Jetzt musst du natürlich eine Werkstatt kaufen, ne? Ja, das funktioniert ja das gleiche wie beim anderen Schatz. Okay. Gut, du musst das Ganze warten. Okay, passt. Du musst es ummodifizieren. Naja, jetzt musst du natürlich auch eine Werkstatt kaufen. Das ist natürlich jetzt der Kaufzwang wieder von Rockstar Games. Ja, weil ohne Werkstatt wird das jetzt wahrscheinlich nicht gehen. Ja, es ist, naja, wieder ein Minuspunkt ein bisschen, aber wurscht. Aber schauen wir mal, was wir dann verdienen. Ja, also man kann das so wie bei einer normalen Autowerkstatt das ummodifizieren. Ja, ja, kostet eh nichts, 0 GTA-Dollar alles. Und funktioniert so wie bei den Autowerkstätten. Nur, dass das halt du lieferst. Und kein Personal. Gut. Ich werde es da jetzt fertig modifizieren. Und dann werde ich das dann liefern. Da wahrscheinlich. Und dann schauen wir mal eben, was ich da verdiene. Mal schauen. Ja, Tuning und alles. Ach, das braucht man eigentlich nicht erklären. Das ist eh selbstverständlich. Gut. Gut, ich bin jetzt fertig. Ich muss das jetzt so liefern. Leck mich doch in euch. Schon wieder 6 Kilometer. Aber 50.000, die dann mal kriegen, ohne einen Grotzer in das Mobitral eine zu machen. Ja, 50.000, also was willst du mehr? 50.000. Gut, ich rühre mich dann, wenn ich es angeliefert habe. Gut, tschüss. Dabei. Mal schauen, ob sich der Stress jetzt ausgezahlt hat. 50.000 kriegen wir. Also angeliefert, passt. Der ist zufrieden. Passt. Passt, Schatzi. Jawohl, ich schau das nur genau an. Schau das an. Jawohl, Baby. Und wir haben 80.000 auf die Hand, auf die Kralle. Passt. Ja, also 180.000. 180.000. Also, den müssen wir momentan ausnutzen. Das 180.000 Flocken. Ja, das muss man wirklich momentan suchten. Also das ist wirklich gut. Gut, Leute, und jetzt hat man ja die Möglichkeit, dass mein Onkel Toni anruft übers Handy mit einer neuen Mission. Allerdings, da müsst ihr angemeldet sein. Das ist eh klar, CEO oder MC. Und jetzt ruft mein Onkel Toni mal an, das soll man jetzt übers Handy auch erkennen. Ein Onkel Tony, so wie bei der Angela Baker, ja, soll jetzt auch angeblich rein. Jawohl.
Und jetzt sollen wir eben nach einer, eben nach einem Job fragen. Das ist jetzt auch neu. Und jetzt schaut er auf seine To-Day-To-Day-Listen noch einmal, was er für einen Aufgabenbereich für dich hätte. Ja. Jetzt überlegt er ein bisschen, nicht? Und jetzt riecht er sich eh schon. Ja. Drogen per Operation. Aha, jetzt müssen wir mal Drogenoperationen. Aha, warte ein wenig. Jetzt müssen wir da drei Dealer oder was da eliminieren. Und ja, eine Mission wie jede andere, faktisch, ja. Aber gut, ja. Ja. Ich hab's jetzt auf stumm geschaltet, das Handy, aber es kennt sich eh wurscht, ich hab's eh schon oft genug in Onkel Toni gehört. Er beschreibt es jetzt ein bisschen und wir müssen jetzt einmal drei Dealer eliminieren. Ja, und dabei lasse ich jetzt zuschauen. Es ist wie soll ich sagen, eine normale Mission. Also, es ist nicht weltbewegend. Ihr müsst nur die drei Dealer eliminieren und dann halt den Chef dann halt der Bande halt eliminieren. Gut, ich lasse euch da jetzt nochmal kurz allein. Thank you.
Also gut, jetzt haben wir die drei da eliminiert. Der dritte war ein bisschen geschmackig. Und jetzt müssen wir einen Händler suchen. Ja, da müssen wir ein Gebiet durchsuchen. Ja, wo wir das Kokainlabor dann durchforschen müssen. Drei Dealer erledigen, Kokainlabor suchen. Was willst du mehr? Onkel Toni, danke. Schauen wir mal, wo das Scheißlabor ist. Also, ja. Es ist natürlich, es ist eine von vielen Missionen. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, das ist jetzt einmal eine neue für mich. Aber anscheinend da unten ist, anscheinend, da sind die roten Punkte. Jawohl, Baby. Jawohl, Schatzi. Und da werde ich jetzt mich anschleichen. Auch James Bond-mäßig. Und dann werden wir das Labor zerstören. Zerstört auf James Bond mäßig und jetzt müssen wir das Gebiet verlassen. Jetzt haben wir natürlich zwei Sterne da. Eklar, Schatzi, Eklar. Ja, die Beliebtheit ist gestiegen. Das übliche Geld haben wir wieder gekriegt, die 4.500 GTA-Dollar. Und jetzt müssen wir halt die Trotteln da loswerden. Jetzt rührt er sich, jawohl. Er ist zufrieden, passt. Das war die Onkel-Toni-Mission.
Es kann natürlich jetzt auch vorkommen, dass ihr im Nachgang so ungebetete Gäste habt, so Störenfriede, die können sie jetzt unsanft aus dem Lokal natürlich befördern. Das haben wir schon im gestrigen Video gesehen. Oder in eine Entziehungskur bringen. Oder eine Entziehungsklinik bringen zur Entnüchterung. Ja, das kommt jetzt darauf an. Ja, wie der ungebetete VIP-Gast eben im also Zustand hat, ja. Also den können Sie entweder unsanft aus dem Nachtlokal befördern oder in eine sogenannte Nachtklinik bringen zur Ernüchterung. Ja. Also Entziehungsklinik genannt. Entziehungsklinik oder ja, zur Ernüchterung oder dass er sich normalisiert. Ja. Oh gut, das sage ich jetzt nicht mehr. Das ist auch so eine neue Mission vom Onkel Toni. Also das müssen Sie selber machen. Das sind verschiedene VIP-Missionen. Das können verschiedene sein. Wie gesagt, es befördert sie hinaus oder bringt sie zur Entnüchterung in der Klinik. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, fahrt halt wieder ein paar Kilometer. Ja, es kann sein, dass sie den Ort kennt, ja, aus dem Kontakt vielleicht, ja. Und ja, wie gesagt, das ist nichts Besonderes. Also ist eine neue Mission, nicht mehr, nicht weniger. Aber das sage ich jetzt nicht. Ist halt nur eine neue Toni-Mission. Gut, selbstverständlich gab es dann auch neue Tattoos. Ja, wie bei jedem Update und neue also Frisur, Tattoo und Frisur gab es dann auch noch. Sage ich heute nicht mehr. Da könnt ihr euch selber schauen. Das ist Ansichtssache. Das ist jetzt nur eine Geldfrage. Also Tattoo gab es neue und neue Frisuren. So Leute, ich bin schon fast am Schluss meines Videos heute. Eine neue Angestellte haben wir auch bekommen. Ja, an und für sich im Lagerhaus. Ja, das ist die Lupi. Ja. Die Lupi haben wir da gekriegt. Das ist eine an und für sich eine neue Angestellte. Das soll sich ums Material kümmern. Ja. Und das ist eine neue Assistentin oder ein neuer Lagerarbeiter. Ja. Allerdings, da bin ich noch nicht ganz drauf gekommen, wie der funktioniert. Ja. Die Lupe. Ja. Aber gut, das war's für heute. Ja, also das sind so die Neuigkeiten, wo es jetzt den Chance haben. Und jetzt gehen wir dann die Hauptmission an. Die Hauptmission an, das ULP. Mit neuen Agenten dann im nächsten Video. Und bis dahin, ciao.